Germany, this love. Leider müssen wir uns aus Warschau ausblenden, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn wir brauchen zwar Liebe, aber wir brauchen auch den zweiten Countdown für das große Finale heute Abend. Und da habe ich prominente Unterstützung, nämlich denjenigen, der hinter all dem steckt, den EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie mithelfen beim Countdown. Vorneweg ganz kurz noch auf das geschaut, was uns um Mitternacht erwartet, das große Feuerwerk auf Malta. Wissen Sie darüber was? Oh ja. Malta ist das Feuerwerkland in Europa. Die sind so begeistert von Feuerwerk, dass sie sogar tagsüber veranstalten. Das einzige Land, das ich kenne, wo sogar tagsüber Feuerwerk gemacht wird. Und es ist ganz fantastisch. Und die haben übrigens Geert Hof engagiert. Das ist der beste Lichtkünstler der Welt. Es wird ein Lichtmonument der Superlative. Man soll sogar das Lichtspektakel 15 Minuten lang vom Mond aussehen können. Musik von Roger Waters, ex-Pink Floyd, eine Oper, die er geschrieben hat und noch nicht als Uraufführung gekommen ist. Also, es wird ganz spannend. Wir zählen jetzt mit allen zusammen runter, meine Damen und Herren. Sie hoffentlich, alle in Europa und Piotr hoffentlich auch. Wir zählen runter. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Jetzt ist es!
knights or the regiments, loyal to the king. Wining and dining and making eyes at them all. Smiling in the limelight, the queen is having a ball. How can you sleep? How can you think? How can you live with no coffee to drink? You better pray you don't have a sweet tooth. The price of sugar is through the roof. Robespierre, Brissot, and Condorcet all agree. We must set the blackbird free. But sugar and silver and indigo make even the wisest man
Malta die 10 Länder in der Europäischen Union nicht sensationell willkommen geheißen? Hollywood hätte das nicht besser hingekriegt. Meine Damen und Herren, ich möchte mich im Namen aller europäischer Mitgliedstaaten bei Malta bedanken. Das war ein Geschenk der maltesischen Regierung an die Europäische Union. Und das ist nochmal ein Applaus wert. Applaus